Hallo Radiofreunde, dies ist ein kurzer Review des Kompaktgerätes Panasonic SCDM504 in Weiß. Das sehen wir kurz in Weiß. Und gleich vorab, die Antenne habe ich zusätzlich gekauft. Die ist serienmäßig nicht dabei, da ist eine Wurfantenne dabei, die auch nicht schlecht ist, aber eben immer so ein bisschen nervig aussieht und man hat Kabel an der Wand. Von daher habe ich mich entschieden, da mal so eine Teleskopantenne dran zu schrauben. Das geht wunderbar, kann man bei Amazon bestellen für 11 Euro. Passt eigentlich an die meisten gängigen Ausgangsbuchsen. Ja, was haben wir hier? Ein schönes Kompaktgerät. DAB, FM, CD, AUX-In, Optical-In und Bluetooth natürlich. Und zunächst mal würde ich hier die CD-Funktion euch demonstrieren. Die ist nämlich eigentlich ganz nett gelöst. Es gibt eine Fernbedienung, die habe ich gerade in der Hand. Bluetooth koppelt sich automatisch. Hier sind wir dann bei CD. Die Öffnung geht ausschließlich hier über die Front, nicht über die Fernbedienung, jedenfalls soweit ich das herausgefunden habe. Und genau, es geht diese Klappe auf, dann kommt der Tray raus und genauso auch beim Schließen, zack, alles schön sauber. Ich werde jetzt nicht groß Musik spielen, ich mache vielleicht noch ein extra Video mit lizenzfreier Musik, die man auf YouTube finden kann. Ja, das ist schon mal ziemlich gut. Die CD-Funktion kann man hier am Gerät ziemlich einfach Play, Skip, Stop. Das übrigens ist hier der Lauter-Leiser-Taster, etwas unauffällig und eben mal ausnahmsweise kein Drehknopf. Hier Select kann man halt die einzelnen Quellen sich aussuchen. DAB Plus braucht meiner Meinung nach relativ lange, da kommt auch immer kurz No Signal, bis er das dann hat. FM geht eigentlich ganz gut, der Empfang ist so mittelmäßig. Hier ist ein relativ schwacher Sender, mit der Teleskopantenne kommt es jetzt nicht besonders gut rein, aber auch nicht besonders schlecht, also gibt es eigentlich nichts zu meckern. Also außer bei DAB Plus mir wirklich aufgefallen, dass er wirklich relativ lange braucht, bis die Sender geladen sind. Dann haben wir hier diesen schicken Digital In, Optical In Eingang und das muss ich sagen, ist wirklich eine tolle Sache. Man hört einen gewissen Unterschied, der Sound ist irgendwie nochmal klarer und etwas detaillierter als über einen Cinch Eingang oder wenn das von anderen Quellen kommt, die selbst hier die CD, die eingebaut ist oder eben DAB+. Ich habe ein PC, der hat ein Optical Out und da kann man quasi dann alles, was man so im Internet findet, Spotify, YouTube, Musik und so weiter, kann man halt dann darüber abspielen und die Klangqualität ist halt doch nochmal deutlich besser, als wenn man das über eine Klinke verbindet oder über Bluetooth. Ja, also das ist wirklich eine tolle Sache. Optisches Kabel ist nicht dabei, muss man sich halt bestellen, kostet ja auch 9, 10 Euro bei Amazon, aber dann hat man das. Genau. Dann haben wir hier AUX-In, ist in diesem Falle kein Klinkeneingang hinten, sondern ist ein RCA, also zwei Cinch-Kabel sozusagen für links und rechts. Aber das stört mich eigentlich nicht. Wenn man Plattenspieler anschließen möchte, ist das sogar von Vorteil. Bei allen anderen Sachen vielleicht nicht unbedingt, weil vieles nur noch Klinkenstecker hat, aber es gibt ja auch Kabel mit Cinch auf Klinke. Genau. Und dann sind wir hier schon USB, kann er auch. Das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert. Ich hätte zwar einen USB-Stick, funktioniert bestimmt. Bluetooth finde ich sehr praktisch, dass es automatisch koppelt. Seht ihr hier, Linking und Galaxy A3 ist hier mit meinem Smartphone sozusagen dann sofort verbunden, auch wenn man braucht sozusagen nicht irgendwie ständig koppeln und entkoppeln und dann Klangqualität ist auch wunderbar.
Genau, ich spiele hier nicht zu lange irgendwelche Musik. Ja, das war es eigentlich schon. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz die Rückseite. Dazu stelle ich das Gerät mal aus und mache die Antenne rein. Aber das ist wirklich ganz interessant. Das ist wirklich schön gelöst. Wie gesagt, hier internes Netzteil. Dann habt ihr hier den Optical In. Das ist der Cinch-Eingang für Aux-In. Und hier, das ist jetzt meine persönliche Lösung, ist aber sozusagen von Werk aus mit einer Wurfantenne, die man genauso anschrauben kann hier wie diese Teleskopantenne. Und dann zwei schöne Bassreflex-Ausgänge. Da sind wir ja auch schon beim letzten Punkt, den ich sozusagen hier noch besprechen möchte, ist die Klangqualität. Ja, das Gerät ist relativ wertig verarbeitet, wie 3,9 Kilo und fasst sich gut an. Und der Klang ist, wenn man die sogenannten Sound-Einstellungen, das kann ich mal hier zeigen auf der Fernbedienung, Sound, wenn man die sich anpasst, kommt da ziemlich guter Klang raus. Und zwar vor allen Dingen muss man im Tieftonbereich so ein bisschen nachhelfen, weil da fehlt halt doch, dadurch, dass es kein 2.1-System ist, also mit irgendeinem Subwoofer oder so, fehlt so ein bisschen das Bassfundament, weil das sind hier wirklich nur die zwei Breitbandlautsprecher mit der Bassreflexröhre. Aber es gibt, wie gesagt, die Einstellung Sound. Und MySound Preset EQ, Bass, Treble kann man jeweils sozusagen einschalten. Hier Surround, das sollte man auf jeden Fall einschalten oder ausschalten. Nein, einschalten. Und dann ist ganz wichtig der Deep Bass, also der Deep Bass. Das sollte auch auf jeden Fall auf On stehen. Ansonsten ist der Klang ein bisschen schwach auf der Brust. Man kann dann, wenn man diesen Surround-Sound eingestellt hat, also nach meinem Geschmack jedenfalls, die Höhen ein bisschen runternehmen. Habe ich hier auf minus 1 stehen. Aber beim Bass bin ich, glaube ich, fast schon genau 4, 3, also mehr als 4 geht nicht. Genau. Dann gibt es noch die Möglichkeit, es gibt so voreingestellte Presets. Da kann man hier Flat, Heavy, Soft, Clear, Vocal, das, wenn man jetzt Musik laufen hätte, würde man sofort auch hören sozusagen, was dann da den Unterschied ausmacht. Und das sozusagen, das, ich glaube, da wo alles auf maximale Höhen, maximale Bässe, Surround Sound und Deep Bass ist Cinema-Einstellung. Und das lohnt sich natürlich besonders dann, wenn man sozusagen die Einstellung, also wenn man das Gerät als Soundbar an einen TV angeschlossen hat. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Also im Prinzip bin ich mit dem Klang ganz zufrieden, wenn man bei den Einstellungen ein bisschen nachhilft. Gehäuse ist schön wertig und ja, insgesamt diese Bedienelemente finde ich jetzt ja sehr konservativ und zum Teil ist diese Bedienstruktur nicht ganz so praktisch, wie sie hier ausschaut. Aber die kleine Fernbedienung ist eigentlich nicht schlecht. Aber zum Beispiel, wenn man irgendwie Mono-Stereo umschalten will oder so, muss man sich doch immer erst in so eine Menüstruktur da hineinfuchsen. Etwas enttäuscht war ich von der Oberfläche, die ist halt nicht, das ist matt, das ist nicht irgendwie Klavierlack oder so. Und da ist schon Holz drin, wie gesagt, vom Gewicht her, aber es ist jetzt nicht zu vergleichen mit irgendwie einem Sonoro-Gerät oder so. Aber vom äußeren Eindruck soll es den Eindruck natürlich so ein bisschen erwecken. Ja, das soll es gewesen sein. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.